So, ich muss das Video jetzt einfach machen, mal ein bisschen Real Talk und so. Also, ihr kennt mich. Normalerweise bin ich eher so der ruhige Typ. Das heißt, wenn irgendein neues Update in einem MMO online geht, dann versuche ich immer möglichst neutral zu bleiben und ich rege mich ja eigentlich nie so richtig auf. Aber was jetzt mit dem neuen Drakensang Online Patch Release 162 kam, das ist mir einfach nur ein Rätsel. Keine Ahnung, wie es zu sowas kommt oder wem das eingefallen ist, aber was zur Hölle? Moment. Wer jetzt keine Ahnung hat, wovon ich rede, folgendes. Bisher konnte man in den Zwischenwelten, das sind so spezielle Dungeons in Drakensang Online, richtig gut farmen. Man sieht ja im Gameplay ein Legi nach dem anderen, Uniques am laufenden Band, ab und zu mal ein netter Edelstein, irgendwie an der Mand droppte auch in akzeptablen Mengen. Und die Betonung liegt hierbei leider auf droppte. Präteritum, Vergangenheitsform. Gestern kam dann eben Release 162 und es ist mir ein Rätsel. Und es ist mir ein Rätsel. Ein Rätsel. Ein Rätsel. Ein Rätsel. Ein Rätsel. Ein Rätsel. Ich befinde mich jetzt hier im Laboratorium der Lügen. Ob die Zone zufällig gewählt wurde, ist die Frage der Fragen. Auf jeden Fall, ich kann es nicht verstehen. Wie gesagt, es ist mir einfach nur ein Rätsel. Gedroppt beim ersten Heredur nach dem Update Release 162. So, das Teil war mal richtig selten. Ich weiß nicht, wie selten es momentan noch ist, aber dürfte nicht so häufig droppen. Hat variable Werte, nämlich 48% bis 60% kritischer Schaden, wenn mich nicht alles täuscht. 4 davon kann man craften zu einem besseren Rätsel. Und ich öffne das Teil jetzt. Da ist es. What? Maximum. Fast Maximum. Heftigst. Es ist mir ein Rätsel. Und so sieht das Item dann aus. Ich muss sagen, vom Aussehen her, sehr genial. Passt vor allem zu meinem Outfit dazu. Mal schauen, wie man das aufwerten kann. So, genau. So kann ich es aufwerten. Also, das war's aber mal. Gibt mir 60% kritischer Schaden. Wenn ich jetzt noch mehr Crit-Wertung hätte, das wäre der Hammer. Ich ziehe mich jetzt mal kurz um und versuche, diese Wertung hier nach oben zu treiben. Und dann kann man sich das mal genauer ansehen. So, das ist jetzt auf keinen Fall High-End, nicht zu ernst nehmen. Aber ich habe es geschafft, 355% zu erreichen. Sprich, 255% mehr als Standard. Mit diesen Items, paar Steinchen drin und so weiter und so fort. Zum Beispiel so ein Gürtel hier mit 38%. Noch ganz kurz die möglichen Werte, dass man mal sehen kann, wie viel Luck ich hatte. 48% bis 60% und ich ziehe einfach mal 59,23% und die Rüstung ist auch akzeptabel. Genialst, mega genial, freut mich, ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, es ist mir einfach nur ein Rätsel. Ein Rätsel. Ein Rätsel. Ein Rätsel. Ein Rätsel.